Ja, wie geht's euch? Ich habe kleiner Spaziergang hinter mir. Und gestern habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, oder schon einige Tage jetzt. Gut, man kann sich da natürlich endlos informieren mit diesem Corona-Ding. Coronavirus. Wieso, weshalb und alles. Und dann kommt man ziemlich schnell drauf, dass das einfach das, was uns erzählt worden ist oder erzählt wird, nicht stimmt. Und ich glaube, das ist mittlerweile allen klar, wo wir was wissen wollen, ein heller Geist, heller, wacher Kopf, das kann ich nicht alles. Ja. Wir wissen es alle mittlerweile. Und das Schöne ist, man sieht jetzt ganz klar, wie das System funktioniert. Es ist so offensichtlich, wie man mit Angst uns festhaltet und. Nur ist es aber so, wenn du dich nur mit dem beschäftigst die ganze Zeit, das zieht dich natürlich total runter. Und mein Ansatz ist, okay, informieren gut, weil es ist schon besser, wenn man weiß, was vor sich geht und nicht einfach blind glaubt, was irgendjemand sagt, ja, egal wer das ist. Man kann ja alles hinterfragen, alles nachlesen. Heutzutage geht's, schauen wir mal, wie lange es noch geht, aber jetzt momentan geht's noch, sich zu informieren. Und aber eigentlich sollten wir uns alle konzentrieren, wenn man denn informiert ist, auf das, was auf die Zukunft. Oder was kann jeder Einzelne tun, damit die Welt so ausschaut, wie du möchtest? Was kannst du tun, damit das passiert? Und ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht und bleibt positiv, konzentriert euch auf das, was ihr wollt. Nicht auf das, was ihr nicht wollt, sondern auf das, was ihr wollt. Wie soll die Welt ausschauen? Wie hättest du das gern? Weil zum Beispiel immer gedacht, okay, was für eine Regierung haben wir? Und ja, ich glaube, mittlerweile ist klar, was für eine Regierung. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so Stämme hernehme, alte Stämme, Indianer, afrikanische Stämme, die es noch gibt, Maasai und, das Oberhaupt von der Stämme, wenn man sich das mal anschaut, das ist immer alt, weise, ruhig, überlegt bei Entscheidungen und versucht dann die Entscheidung so zu fällen, dass es für alle passt. Also einfach ein weiser, meistens Mann, ich weiß nicht, ob es Frauen gibt, wahrscheinlich auch, aber meistens ist es irgendein weiser Mann, so stellt man sich das mal vor. Und irgendwie, da gibt es jetzt so viele intelligente Sprüche von diesen Schamanen und Häuptlingen. Und so einem Menschen vertraut man natürlich dann irgendwie auch. Ja. Wenn man jetzt unsere Politik anschaut, weise Männer, Frauen, die irgendwas entscheiden. Bei uns wird heutzutage entschieden, ja, ich glaube, okay, du bist mein Buddy, du bist jetzt der Minister. Also in meinen Augen geht das überhaupt nicht nach Qualifikation. Also ich könnte jetzt auch nicht irgendwie Gesundheitsminister werden oder Finanzminister oder ich habe einfach nicht die Qualifikation dazu. Und bei uns ist das total wurscht. Ja. Wie ein Bundeskanzler, ich weiß nicht, ob er überhaupt jünger oder älter ist wie ich, und der soll weise sein, intelligent, besonnen und zum Beispiel eine weise Person hat viel durchgemacht im Leben, hat eventuell eigenen Nachwuchs, Familie und viel, viel gemacht schon im Leben, gesehen. Also, sorry, ist das bei uns auch so? Ich glaube, die Antwort kann sich jeder selber denken. Und wieso ist es eigentlich so, dass auf einem Ministeramt, jetzt zum Beispiel Gesundheitsminister, da muss doch, ich stelle mir vor, dort ist ein Arzt, Gesundheitsminister, der also totaler Experte ist als Arzt, sage ich jetzt mal. Und natürlich diese weise Komponente, wahrscheinlich eher älter, wo jetzt viel Patienten schon gesehen hat, viel Menschen behandelt hat und einfach viel in diesem Bereich gearbeitet hat. Und dann gibt es, unter dem soll es ja Experten geben. Und Experten, meiner Meinung nach, sollten die Experten sein aus jedem Feld, zum Beispiel beim Gesundheitsminister, die diese Meinung vertreten und diese, nicht nur eine. Bei uns wird ja nur eine Meinung vertreten, ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt. Aber bei uns, Gesundheitsminister, ist das ein Arzt überhaupt? Also, und so kannst du doch die richtigen Fachleute einsetzen, so stelle ich mir das vor, den Leuten kannst du vertrauen. Und das muss zum Beispiel, sollte in meinen Augen auch transparent sein. Wie kommen sie zu dieser Entscheidung, was sie entscheiden? Wie kommt man dazu? Da gibt es immer Entscheidungsfindung und wenn ich das sehe, wie sie zu der Entscheidung kommen sind, was die Gründe dazu sind,
dann kann ich es vielleicht nachvollziehen, aber einfach jedem Angst machen und irgendwas entscheiden und dann kommt es raus, dass es nur um Angst geht. Unglaublich. Also, ja. So stelle ich mir das vor. Ja. Wie stellt ihr euch eure Zukunft vor? Und ich will nicht zurück zur alten, neuen Normalität, weil in der alten Welt vor Corona hat auch vieles nicht gepasst. Die Politik war ja die gleiche. Nur jetzt ist es offensichtlich. Davor war es ein bisschen versteckt und ja, da trifft man sich ein bisschen. Ja. Also ich will, dass jeder respektvoll miteinander umgeht, dass man Menschen hilft, einander hilft, dass die Wirtschaft dem Menschen dient, nicht der Mensch der Wirtschaft. Ja, dass die Systeme den Menschen helfen, in ihrem Leben weiterzukommen. Das, so würde ich mir das vorstellen. Kein Lobbyismus. In meinen Augen, wenn es wirklich eine Regierung gibt, die wirklich den Menschen dienen im jeweiligen Land, hey, dann sollen die von mir das Fünffache verdienen. Soll der jeder 50er im Monat kriegen, 50.000 Euro, egal. Dass sie dass kein Lobbyismus stattfindet, dass man sie nicht kaufen kann, weil Menschen sind halt nun mal käuflich und weil denn, wenn du 50.000 Euro im Monat bekommst, dann überlegst du 10 Mal, ob du irgendwie irgendeine Sache von irgendeiner Firma annimmst. Dann bist du vielleicht mehr unabhängig. Kann sein. Weil das ist momentan ja nicht so. Die sind nicht unabhängig. Und ja, so viel zur Politik. Also. Und diese Immunität, das ist sowieso der größte Schwachsinn, was es gibt. Wie können die einfach immun sein gegen jede Entscheidung? Also sie können alles entscheiden und müssen für die Entscheidung nicht gerade stehen. Also, wenn man das abschafft und richtige Experten zu Wort kommen lässt, richtige Experten, die wirklich auf diesen Gebieten Fachleute sind, den glaube ich, nimmt das sicher andere Konturen an. Und so sollte sich jeder von uns eigentlich Gedanken machen, wohin sollte es weitergehen? Weil jetzt ist die Zeit, um die Weichen stellen für wirklich eine neue Normalität, aber andere neue Normalität, nicht Kontrolle und Zwangssachen, irgendwas und nur eine Meinung und so. Das, ich glaube, die Zeit hat es schon mal gegeben, ja. Und da sind wir alle gefragt, in meinen Augen. Und ja, andere Meinungen sind gut, dann kann man diskutieren, respektvoll und dann kommt dabei auch was raus. Wenn jeder eine Meinung ist, was soll man denn diskutieren? Deswegen, ja, konzentriert euch einfach auf die Zukunft und auf das, wie ihr wollt, dass die Welt ausschaut. Euer Leben. Und geht's in diese Richtung. Das würde ich jedem schwer empfehlen. Dann geht's euch auch besser mit diesem Schwachsinn, mit diesem Maskentragen. Es gibt wirklich Leute, man hat so vielen Menschen hier wirklich was angetan. Es gibt Leute, die springen immer noch auf die andere Straßenseite und haben eine Maske an und Handschuhe und rennen auf die andere Straßenseite, sobald ein jüngerer Mensch auf sie zukommt. Die tun mir richtig leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Die glauben alles. Denen hat man so Angst gemacht, ob das jemals wieder rausgeht. Nächsten Welle, wenn jemand einen Schnupfen hat, was machen sie denn? Geht das Gleiche wieder von vorne los? Wir werden sehen, aber ich habe die Hoffnung, dass die Welt doch in eine Richtung geht, wo wir alle gemeinsam eine schöne Zukunft haben. Und das geht es mir, glaube ich, um das geht es den meisten Leuten. Und wer da was glaubt, ist eigentlich unwichtig. Cut, sorry. Na, auf jeden Fall wichtig wäre, dass die Leute, wo wirklich ihr Fachwissen haben, auch ihr Fachwissen dort einsetzen können, wo sie wirklich den Menschen dienen können und sich selber schlussendlich. Und ihren nachfolgenden Generationen, weil das tun wir einfach nicht. Und ja, das wollte ich eigentlich sagen. Am Sonntag ist wieder Demo in Bregenz, vielleicht sieht man sich dort. Ich gehe wieder, weil ich finde die Freiheit, die Meinungsfreiheit und ist mir schon wichtig und dass jeder das denken kann, was er will. Und das ist schon etwas bedroht. Deswegen gehe ich für die Freiheit von allen Menschen wieder am Sonntag auf die Demo. Vielleicht sieht man sich, trifft man sich, wir hören uns.